Wenn du dem allen ein Ende setzt, dann sind die vielen Tode nicht umsonst gewesen. Tribute von Panem, Mockingjay, Teil 2. Manual of Evolution, Manual of DMT. Das jüngste Gericht bringt ihr schon selber über euch. Oder wir überspringen das. Instantanparadies. Gottes in der Bong. Kalter Krieg der Liebe. Entschlüsselt. May it be a light to you in dark places when all the other lights go out. Lady Galadriel to Frodo aus Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien. Trump ist Präsident. Wir wachen auf. Weil es eh egal ist. Jeder der ernste Schwarmbücher für das Aufwachen schreibt, wird gerade mal sichtbar, um dann wieder in die Transparenz zu gehen. Werd transparent. Fabelwesen im Facebook-Jahrhundert. Stilbruch me. Religion und Wissenschaft, Elite-Akademiker und arbeitsfrei Hartz-IV-Hippie-Punk. Arbeitsfrei Hartz-IV-Hippie-Punk, ja Mann. Nicht arbeitslos. Mein Leben ist ein maximaler Stilbruch. Ich sollte alles, woran ich zu wissen glaubte, auf den Kopf stellen. Mit dem Kopf durch die Wand. Sich immer wieder aus dem Nest zu werfen, ist, was uns lebendig und menschlich macht. Ich habe das Wissen der Menschheit in mich aufgesaugt und verwende nur noch, was man in Zukunft auch gebrauchen wird. Du schaust. Lebenslauf kodiert Wirkung. Weil ich auf keinen Pressetermin Bock haben werde. Ich lebe schon lange meist offline im Flugmodus, außerhalb von Terminen und Wochentagen. Hier ein paar Infos zu früheren Leben, aka Birgit Vogel. Umweltpreis für die Bürgerbewegung Transition Regensburg von der Stadt Regensburg. Physik Master 1.0. Aktivität im jungen Think Tank 30, das Club of Rome. Elite-Netzwerk Bayern. Max-Weber-Programm. 1.0 Abitur. IT-Systemelektronikerin und Mediendesignerin. Zockerin und LAN-Party-Organisatorin. Ehemalige Zeugin Jehovas, Austritt mit 17. Transition Town Regensburg mit 27. Am Schluss war alles in deinem Leben Pinselwerkzeug. Wir tragen Federn in den Haaren, tanzen beim Gehen, jubeln beim Radeln. Earthland. Gott gibt dir die Idee. Gott und der Tod. Eine lange abgelehnte Theorie. Etwas, das größer ist und es besser weiß. Widerspricht dem Anarchiegefühl jeder Zelle in mir. Denn jede der Zellen des Menschen ist prinzipiell unsterblich. Nur die Flüssigkeit, in der unsere Zellen schwimmen, degeneriert und verschlackt. So wie die Welt, in der wir schwimmen. Sobald sich innen ändert, ändert sich außen. Darum sprachen alle vom Bewusstseinswandel. Weil wir noch keine Ahnung davon haben, wie wir Leben erhalten können, das führt zum Tod. Der Tod ist nicht der natürliche Begleiter des Lebens. Dass der Begriff Gott nicht nur als Witz zu verwenden ist, folgt daraus, dass wir kein anderes Wort für Allmacht, Magie, Unverständnis, für alles außerhalb unserer 4 Dimensionen haben. Baukasten Gott. Gott ist gleich Alpha und Omega, ist gleich Global Consciousness. Ist gleich DMT, ist gleich in mir, ist gleich in jedem, ist gleich der Auslöser. Weil Gott der war, der es auslöst. Das ist die minimalistischste denkbare Definition. Und DMT auslöst, dass wir ins globale Bewusstsein verbinden, wo es keine Zeit gibt, sich alle Fragen beantworten und Magie möglich ist.
ist DMT für mich gleichbedeutend mit Gott. So schließt der Anarchist Frieden mit Gott. Gott hat sich aufgelöst. Zur Hälfte im Raum, zur Hälfte in uns Menschen. Das trojanische Pferd, Auftakt. Wenn du mir zustimmst, dass alles verbunden ist, dann geht die Reise los. Woher kommen die Geschichten, Ideen über die Fabelwesen, Märchen, Magie, die ältesten bleibenden Gedankenmuster? Frag, was es heißt, unsterblich zu sein. Das trojanische Pferd. Es ist an der Zeit, dass die Menschheit weiß, was DMT ist. Zwei Seiten für die Menschheit über DMT. Jemand hat mal gesagt, es wird jemand kommen, das beschreiben kann. Was ist DMT? C12H16N2, ein Molekül. Dimethyltryptamin. DMT ist ein Molekül, ein körpereigener Neurotransmitter. Jeder Mensch und Säugetier kann es produzieren und auslösen. Es ist in etlichen Pflanzen. Beim Embryo produzieren die Zellen in den ersten Lebenswochen DMT. Ebenso Lebewesen beim Tod oder Nahtod, in Träumen, bei Meditation, bei holotropem Atmen und viel mehr. DMT aktiviert die Zirbeldrüse genau in der Mitte des Gehirns, deinen Transmitter. DMT heißt auch The Spirit Molecule, das Molekül des Bewusstseins. Dass die Substanz illegal ist, zeigt, wie gern unser System krank bleibt. In manchen Staaten ist es zur Suchttherapie und für Heilzwecke oder religiöse Zwecke freigegeben. Es ist die älteste Medizin der Menschheit. In den Urwäldern der Stämme als Ayahuasca bekannt. Die Maya nannten es Anderswelt. Darum haben all die spirituellen Großgeister so lange gefastet, gingen durch die Wüste. Nach spätestens 5 Tagen in einer dunklen Höhle stößt der Körper so viel DMT aus, dass man über Stunden in der Anderswelt ist. DMT wird nicht zufällig als Essenz der Götter bezeichnet. Es ist der Urzustand, der Hyperraum, aus dem wir kommen, in den wir gehen. DMT ist Evolution. Die Substanz, die unsere Realität erzeugt, heißt Sauerstoff. Hören wir auf zu atmen, sind wir im DMT-Raum. Der Fisch, der aufhörte, seine Luft, also das Wasser, zu atmen, entwickelte die Landlebewesen, die nächste Zoom-Stufe, in der sich Leben aufhalten kann. Dass man nicht sterben muss, um an DMT ranzukommen, weißt du spätestens seit heute. Wissen ist Macht. Jeder produziert DMT. Warum keiner DMT kennt? Weil es keine Partydroge ist. Man sollte nüchtern sein, vorher fasten. Seit Urzeiten wird DMT mit sogenannten Mao-Hämmern kombiniert und intensiviert. Ein Wirkstoff, der Enzyme blockiert und den Abbau von DMT im Körper verzögert. Die Kombination von Mao-Hämmern und den Drogen unserer Konsumgesellschaft kann tödlich sein. Never combine Mao-Hämmer with Alkohol, Ecstasy, Amphetamin, Opiats, Antidepressiva, Ritalin, whatever. Lies dich ein, einfach einen Tag vorher nichts essen. Be pure when entering the void. Zwei Seiten für die Menschheit über DMT. Vorwort. Die nächsten zwei Seiten sind gefaltete Poesie. Ein irrer Versuch, den DMT-Raum auf minimal zwei Seiten zu kriegen. Die zwei Seiten sollten dann auf einer weiteren Zoom-Stufe auf ca. 10 Seiten skalieren und erstmal unter der Hand weitergegeben werden. Ein Geschenk für die extrem große kritische Masse der Leute, die mit bewusstseinsverändernden Substanzen zu tun hat. Jetzt ist es das Kernstück dieses Buchs geworden, das trojanische Pferd. Weil im Lauf der Komposition zu diesem Buch klar wurde, dass die Weltformel, die Evolution der Menschheit, das Bewusstsein nicht erklärt werden kann, wenn DMT verschwiegen wird. Alles oder nichts, nichts soll mehr geheim oder illegal sein. DMT ist alles andere als Halluzination. Wach auf oder stirb nochmal. Auch der, der nie Drogen genommen hat, wird am Ende seines Lebens die einzig wahre Droge produzieren. Die der Schwarmintelligenz. Das Gen der Revolution. Ja, ich verkaufe meine Seele für diese Revolution. Ich bin Muse, ich bin Fee, ich bin deine Idee.
Wir sind viele, weil ich es der Gerechtigkeit schuldig bin. Tausende, die nicht dieses geniale Leben wie ich haben dürfen, sondern jeden Tag vom Wecker rausgerissen und zur Arbeit müssen. All die qualvollen Leben in Unterdrückung, ganz zu schweigen von den wirklich Leidenden auf der Welt. Es ist genug, es endet. Tributes to Pangea. Pangea war der Name des Kontinents, als alles noch ein Kontinent war. Zirbeldrüse, Pineal Gland, liegt genau in der Mitte deines Gehirns. Sie produziert DMT. Sie ist im Lauf der Menschheitsgeschichte geschrumpft von 3 cm auf 0,5 cm, weil wir sie kaum nutzen. Unser Rhythmus entspricht nicht dem natürlichen Leben. Es ist nämlich, man müsste sich mit der Dunkelheit, Tages- und Nachtrhythmus, durch die viele künstliche Beleuchtung kommt die Zirbeldrüse nicht mehr dazu, viel auszuschütten, weder Melatonin noch DMT. Wer seine Zirbeldrüse also kaum benutzt, altert schneller. Das ist auch nachgewiesen. Es ist kein Zufall, dass das Gerücht umgeht, dass die spirituellen Erwachten nicht mehr altern sollen. Ne? Der Stoff Fluorid, der Zusatz in den meisten Zahnpastas oder Fertiggerichten, sowie weitere Industrieprodukte lassen die Zirbeldrüse verhärten und verkalten. Das kann man aber entgiften. Die Zirbeldrüse steht in Zusammenhang mit dem dritten Auge, dem Punkt zwischen den geschlossenen Augen. Damit niemals mehr jemand DMT nimmt, ohne zu wissen, was es ist. Zwei Seiten für die Menschheit über DMT. Damit niemals mehr jemand mit DMT zu tun hat, ohne zu wissen, was es ist. Es ist Information. Information der höchsten Ordnung, Symmetrie und Schönheit. Das, was das Universum erschaffen hat, ist immer noch da. Es ist Medizin von den Bäumen. Jeder sollte eine Stunde am Tag heilen, in Metamorphose gehen, transzendieren. Es ist der Raum, wo alles Schwingung ist, wo du das Gleiche mit offenen wie mit geschlossenen Augen siehst. Der Raum, wo alles gut ist. Und siehe da, es war gut. Es ist nur mit zwei Wörtern zu beschreiben. Alles jetzt. Es ist Rückverbindung zu Gott. Tatsächlich sind wir alle Götter, wir haben es nur vergessen. Es ist, wo die Auflösung deiner Augen auf molekulare und zellulare Ebene gehen kann. All deine inneren Systeme gewinnen Information, entwickeln sich, werden geheilt. Jeder Gedanke, der bewegt, inspiriert oder transformiert hat, ist immer noch da. Nichts ist wirklich jemals verloren. DMT verbindet ins globale Bewusstsein. Du kannst dich an die Erschaffung des Menschen erinnern, an die Erschaffung des Universums, an Da Vincis Gedanken. Es ist die Wissenschaft der Feinstruktur. Vergleich Mikroskopbilder. DMT lässt dich deine DNA transformieren und verändern. Jede Zelle kann angesteuert und geheilt werden. Alles interagiert mit deinem Energietorus. Du kannst die Gravitation verändern, magnetische Feldlinien sehen und mehr als drei Dimensionen. Sich bewegende Fraktale strukturieren alles. Die Sacred Geometry wird lebendig. Deine Augen können auch nach hinten schauen. Du kannst die Auflösung deiner Wahrnehmungen verändern. Deine Organe beobachten. Deine Haut wird Reptilienhaut. Heilige Geometrie wird lebendig. All deine Körperteile sind Biofilm. Ein flüssig verbundener energetischer Organismus. Alles Lebendige ist Biofilm. 95% aller Mikroorganismen auf diesem Planeten leben in Form von Biofilmen. Verbunden als Schwarmintelligenz. Es schärft alle Werkzeuge, mit denen wir ausgestattet sind. DMT knackt Physik, Biologie, Medizin, die Erforschung des Lebens, des Universums. Schau dein Essen an. Du siehst die Brownsche Molekularbewegung und die Muster, die die Eigenschaften erzeugen. Du siehst, warum Honig steril ist und
Ghee, die ayurvedische Butter, über 100 Jahre haltbar ist. Jede infiltrierende Bakterienkultur würde entweder total stecken bleiben im Honig oder unendlich ausrutschen in den Bewegungen der Feinstruktur von Honig oder Fett. Industrienahrung bewegt sich kaum. Es ist zerstörte Feinstruktur. Plastik ist das langsamste, langweiligste Ding überhaupt. Du musst sehr lange auf Plastik starren, damit du überhaupt einen Unterschied zur normalen Optik siehst. Es bewegt sich fast gar nicht. Lass dich verstehen, warum Plastik seine langweilige Geschichte über Millionen Jahre erzählt. Das ist echt so krass. Alles um dich herum trippt und bewegt sich und ist irre aktiv. Und Plastik ist Plastik. Und ein Haus ist ein Haus. Ja? ja. Zwei Seiten für die Menschheit über DMT. Seite 2. Um die kristalline Struktur und die feinen Bewegungen in Festkörpern zu sehen, musst du unscharf sehen. Im Bayerisch Skorskschau. Wie eine Ziege dreinschauen. Das wurde uns wegerzogen. Ein langer, unscharfer Blick. Wie um die 3D-Bilder auf einer 2D-Fläche zu sehen, so wie die 3D-Bücher Das magische Auge aus den 90ern. Das ist ein Quantenzustand des nicht direkt Beobachtens. Er zeigt dir den Quantenraum und die Heisenbergsche Unschärferelation. Das Messergebnis entsteht durch den Beobachter. Ohne hinzusehen war alles Welle. Das ist die Erkenntnis der Quantenphysik. Darum zerbrach sich Einstein auch den Kopf darüber, ob der Mond da ist, wenn man nicht hinsieht. Wenn du dich weniger bewegst, bewegt sich der Raum mehr. Das ist die Heisenbergsche Unschärferelation. Die Strukturen in Flüssigkeiten können in dünnen Filmschichten beobachtet werden. Dort, wo weder Glas noch Reflexion ist. Denn Reflexion definiert eine scharfe Grenze der Messung, legt die Realität fest, für den der hinsieht. Die Oberfläche deiner Augen spiegelt. Dein Blick erzeugt den Raum. Im DMT-Raum formst du mit Mini-Bewegungen der Augen, Mimik, Gedanken und Gefühle die Realität. Du bekommst einen Sinn für Energiefelder, einen Sinn für die fundamentalen Kräfte. Die Physik definiert 4. Gravitation, elektromagnetische Wechselwirkung, starke und schwache Wechselwirkung. Starke und schwache Wechselwirkung ist die in und um den Atomkern. Und du fühlst noch so eine 5. Kraft, sowas wie Liebe. Es ist eine Universität des Lebens. Konzentrier dich auf egal welche Evolution und es wird dir gezeigt. Es verbindet die Cluster in deinem Gehirn. Und dein Gehirn ist überall. Du kannst in eine Meditation innerhalb der Meditation gehen. Deinen Körper in einen 100-jährigen Dornröschenschlaf schicken. Regenerierend in tiefsten Wellenformen. Ein Gefühl der Resonanz, jede Zelle beginnt zu schwingen. Jede Zelle, Einheit an dir, kann angesteuert werden. Wir sind Biofilm. Alles ist Biofilm. Verbunden mit allem. Der gefaltete Raum entfaltet sich. Alle Paralleluniversen sind auch in deinem Wohnzimmer. Information, Weisheit, Bewusstsein. DMT ist das Molekül der Schwarmintelligenz. Willkommen in der Matrix. DMT ist der Unterschied zwischen Mensch und Affe. Zwischen Mensch und Gott. Zu krass. Awake. Wert transparent. Wer ins globale Bewusstsein verbindet, wird transparent. Verbunden mit allem. Echt schade, wenn das immer nur passiert, wenn dein Körper gerade den Geist aufgibt. DMT ist mehr als Nahtod. Connect to your local shaman or meditate. Nachwort zu den 2 Seiten DMT. Wenn ich von DMT bericht, meine ich die Kombination mit Mao-Hämmern, wie in der Ursuppe der Ureinwohner. DMT ohne Mao geht auch. Ohne Mao-Hämmer konsumiert, hält es kürzer an, zeigt weniger intensiv die Außenwelt, umso mehr die Innenwahrnehmung.
DMT entspricht Changa, entspricht Ayahuasca. Es gibt eine westliche Variante von Ayahuasca, die heißt Changa. Das ist die Kombination von Mauhämmern mit kristallinem DMT als Kräutermischung. Wird geraucht oder vaporisiert. Wirkt ca. 30 Minuten. Changa ist die Kurzzeitvariante von Ayahuasca. Man muss dafür weder tagelang fasten, noch gibt es Übelkeit. Changa-Nachwirkung. Nach 20 bis 60 Minuten bist du wach und klar zurück in unsere Realität. Beeindruckende Erinnerungen gehen sanft über in Freude und den Antrieb, was zu machen. Über Stunden sind Sinne noch verschärft, der Rest des Tages verläuft effizient und fokussiert. Ayahuasca. Die Urwaldvariante Ayahuasca ist ein tagelang eingekochtes Getränk aus zwei Zutaten. Zum Beispiel Liane, die Mauhämmer enthält, und Baumrinde, die DMT enthält. Ayahuasca bedeutet Seelenranke. Ayahuasca hält 5 bis 12 Stunden an, man muss sich womöglich übergeben und Durchfall bekommen. Es reinigt den Körper und dann geht's los. Ayahuasca ist Medizin, weil es deinem Körper Informationen liefert, wie er sich heilen kann. Es gibt vieles, das Krebs heilen kann. Ayahuasca kann es auch. Man findet im Netz Ayahuasca for the Village Rezepte. Aus der Tradition, DMT in Zeremonien mit dem ganzen Volk einzunehmen. Der Schamane ist der, der es teilt. DMT-Dosierung. Es gibt große Unterschiede, je nachdem wie viel DMT. Die zwei Seiten DMT für die Menschheit enthalten Eindrücke aus allen Varianten der Dosierung, außer 5-Meo-DMT. Homöopathische Dosierung. Die Zutaten, also Wurzelrinde, Liane oder Samen, werden in Kapseln eingenommen. Den halben Tag weniger gegessen. Ein wenig DMT erinnert den Körper an lebendige Feinstruktur, regt Heilung an. Man merkt es nur sehr leicht. Es schärft die Sinne, Natur und Farben leuchten mehr. Es bringt Klarheit. Geringe Dosierung kombiniert mit Mauhämmern macht die Welt sichtbar, wie sie ist. Die Filter in deinem Gehirn fallen. Eröffnet unter anderem die optische Untersuchung der Feinstruktur der Dinge, des Lebens. Parallel zu den inneren meditativen Welten, wenn du die Augen schließt. Höhere Dosierung ist nochmal ganz was anderes. DMT Deep Space. Dir zerlegt den Raum, dich, du bist überall. Jede Frage beantwortet sich. Du kommst fit und klar zurück. Und dann gibt es auch noch die Steigerung von DMT. Heißt 5-Meo-DMT. Wird bei Nahtoderfahrungen aus der Zirbeldrüse ausgeschüttet. Heißt auch Gottesmolekül. 5-Meo-DMT ist in Amazonien als Yopo viel verbreiteter als Aya. DMT ist anders. Anders als bei den meisten Drogen gibt es keinen Gewöhnungseffekt, keine Toleranz bei DMT. Jedes Mal gleich oder sogar noch stärkere Wirkung. Da es ein körpereigener Stoff ist, kann es nicht nachgewiesen werden, man ist nach der Erfahrung wieder fahrtauglich. Die pflanzlichen Ausgangsmaterialien für Ayahuasca sind in Deutschland legal. In immer mehr Ländern wird Ayahuasca aus den verbotenen Substanzen gestrichen. Forscher fragen, warum es omnipräsent ist. Also überall vorkommt. DMT ist keine Droge, sondern ein Botenstoff deines Körpers, ein Hormon. DMT und Forschen. Ab mittlerer Dosierung hat man einen trägen meditativen Zustand. Sich zu bewegen oder Augen offen zu halten ist anstrengend. DMT und Forschen. Ab mittlerer Dosierung hat man einen trägen meditativen Zustand. Sich zu bewegen oder Augen offen zu halten, ist anstrengend. Man will ein Nest bauen, eine Decke, Wärme, Ruhestellung. Mit etwas geringerer Dosierung und Forscherdrang kann man sich jedoch auch bewegen, alle Physik, Biologie, Medizin und Mikroskopwissenschaft eindeutig überprüfen. Genauso Behauptungen der Esoterik, Heilsteine, Aura, whatever. Du erkennst die Feinstruktur und Wirkweise in allem. Es entschlüsselt alles, was Mensch wissen kann. In einer Wohnung mit industrieproduzierten Gegenständen bewegt sich kaum was. Eher in dir und auf deiner Haut. Denn es bewegt sich, was lebt.
Geh in die Natur oder in Reichweite von Bäumen, Pflanzen, Tieren. Die Sacred Geometry und Kunstwerke, die sie instant abbilden, ist amazing. Interessant dabei das Analogon zur Heisenbergschen Unschärferelation der Quantenphysik. Wird die Messstation ruhiger, wird die Variation, die Vielfalt in dem Gemessenen größer. Stellen deine Augen unscharf, siehst du den Hyperraum. Stellen sie scharf, die Feinstruktur. Ayahuasca-Langzeiteffekt. Wissenschaftler haben bei langjährigen Ayahuasca-Trinkern festgestellt, eine stabilere Persönlichkeit, ein besseres Gedächtnis und eine bessere Integration ins gesellschaftliche Umfeld als bei der Kontrollgruppe. In Brasilien wurde es unter anderem damit legal und aus der Liste halluzinogener Drogen gestrichen. In USA ist es für religiöse Zwecke freigegeben. In Deutschland ist es legal. Doch das ist doch unglaublich. Das muss weiter erforscht werden. DMT und der Drogenberater. Wer kennt sich hier mit DMT aus? Es kann doch nicht sein, dass es da was gibt, das ich vorbehaltslos jedem empfehlen könnte. Das von allen Süchten befreit, heilt, nicht abhängig macht und nur gut ist. Mit diesen Worten stürmte ich während deines Festivals 2016 in die psychedelische Ambulanz. Dort arbeiten ehrenamtlich Drogenberater, Helfer, Suchttherapeuten. Jemand dort kannte sich sehr gut damit aus. Meine Aussage wurde nicht negiert, sondern ergänzt. Man sollte mit diversen bewusstseinserweiternden Substanzen Erfahrung haben, um nicht überfordert zu sein. Es gibt einen wissenschaftlichen Kongress, der sich mit psychoaktiven Substanzen und verstärkt mit DMT beschäftigt. Heißt Entheo Science und Mind Foundation. NN-DMT ist das Molekül des Bewusstseins. Es gibt eine Steigerung von DMT und es braucht nur ein Sechstel der Menge. Heißt 5-Meo-DMT, ist das Gottesmolekül, wirkt eher mental. Das heißt das vollkommene Wissen von allem. Es ist eine Rückverbindung zu Gott. Es lässt sich mit zwei Worten beschreiben. Alles jetzt. Der Hollywood-Film Lucy beschreibt 5-Meo-DMT und ich soll ihn mir anschauen. Mehr gab es dazu nicht zu sagen. Anmerkung, ich verwende DMT als Begriffswolke für NN-DMT und 5-Meo-DMT, wobei ich mit letzterem noch keine Erfahrung habe. Lucy the Movie. Lucy and Evolution. Also schauen wir uns den Film Lucy von 2014 an. Lucy à la Scarlett Johansson bekommt sehr viel von einer Droge ab, die gleichen Eigenschaften wie 5-Meo-DMT hat. Sie schaltet damit die vollständige Gehirnnutzung frei, entwickelt Superfähigkeiten, wird zu Gott, erklärt das Universum, die Zeit, das Leben. Michelangelos Deckenbild, wo der Finger Gottes den Finger Adams berührt, ist in der letzten Filmszene die Berührung von Lucy und dem Affenmenschen Lucy. Daher der Name. Forscher nennen das fast älteste gefundene weibliche Skelett Lucy. 3,2 Millionen Jahre. Sie zählt zur ersten Familie. Den wissenschaftlichen Kontext zur Evolution und DMT liefert im Film Professor Norman à la Morgan Freeman. Und jeder hält es für Kino. Der erfolgreichste französische Film aller Zeiten ist mehr als Kino. Die Filmzitate erweitern das Menschheitsbewusstsein. Danke Filmemacher und Ideengeber der Epic Movies. Anmerkung, dass Menschen nur 10% Hirn nutzen, ist ein Mythos. Der Film verwendet es als Stilmittel, um unsere Evolutionsstufe zu beschreiben. Lucy Filmzitate. Unleash Evolution. Lucy. Sobald das Gehirn 20% erreicht, öffnet es sich und schaltet den Rest frei. Es gibt keine Hindernisse mehr. Sie fallen wie Dominosteine. Ich kolonialisiere mein eigenes Gehirn. Ich fühle alles. Den Raum, die Luft, die Schwingungen, die Menschen. Ich spüre die Schwerkraft. Ich spüre die Drehung der Erde. Die Hitze, die meinen Körper verlässt. Das Blut in meinen Adern. Ich kann mein Gehirn fühlen. Die tiefsten Teile meiner Erinnerung. Ich fühle keinen Schmerz, keine Angst, kein Verlangen. Es ist als ob alles, was uns menschlich machte, vergeht. All dieses Wissen über alles, Quantenphysik, angewandte Mathematik,
die unendliche Kapazität des Zellkerns. Sie explodieren alle in meinem Gehirn. Professor Norman, wenn Sie über das Wesen des Lebens nachdenken, ich meine von Anfang an, die Entwicklung der ersten Zelle in zwei Zellen aufgeteilt. Dieser ganze Zweck des Lebens war es, das Gelernte weiterzugeben. Es gibt keinen höheren Zweck. Also wenn Sie mich fragen, was mit all dem gesammelten Wissen zu tun ist, würde ich sagen, weitergeben. Genau wie jede einfache Zelle durch die Zeit. Es gibt mehr neuronale Verbindungen im menschlichen Gehirn als Sterne in der Galaxie. Wir verfügen über ein gigantisches Netzwerk an Informationen, zu dem wir fast keinen Zugang haben. Für primitive Wesen wie uns scheint das Leben nur einen einzigen Zweck zu haben: Zeit gewinnen. Und es ist durch die Zeit, die wirklich jeder Einzelnen der Zelle den Zweck gibt. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Masse der Zellen, die Würmer und Menschen bilden, nur zwei Lösungen: unsterblich sein oder zu reproduzieren. Wenn ihr Lebensraum nicht ausreichend favorisierbar ist und selbstnährend ist, wird die Zelle die Unsterblichkeit wählen. Mit anderen Worten, Selbstgenügsamkeit und Selbstmanagement. Auf der anderen Seite, wenn der Lebensraum vielfältig und passend ist, werden sie wählen, zu reproduzieren. Hier sind Bilder, hier werden dann Bilder eingeblendet, Fortpflanzung von Mensch und Säugetier durch Sex und Geburt. Auf diese Weise geben sie, wenn sie sterben, wichtige Informationen und Wissen an die nächste Zelle weiter. Diese gibt es an die nächste Zelle weiter und so fort. So wird Wissen und Lernen durch die Zeit überliefert. Lucy, 1 plus 1 ergibt 2. Das ist alles, was wir gelernt haben. Aber 1 plus 1 hat noch nie 2 ergeben. Es gibt in der Tat keine Zahlen und keine Buchstaben. Wir haben unsere Existenz kodifiziert, um sie auf menschliche Größe zu bringen, um sie verständlich zu machen. Wir haben eine Skala geschaffen, damit wir ihre unergründliche Skala vergessen können. Die Zeit ist die einzig wahre Maßeinheit. Sie beweist die Existenz der Materie. Ohne Zeit existieren wir nicht. DMT Long-Term Effects. Fraktale Lebensmuster. Je mehr Evolution mit dir passiert, umso mehr lösen sich Dinge auf, die uns menschlich machen. Vermissen, Zweifel, Angst, Schmerz, Sorgen, Meinung, Wertung, Rechtfertigung sowieso. Es gibt kein Problem, außer es ist jetzt. Psychologie wird irrelevant. Alles ist gut. Du transformierst zu einem Baum, liebst dich selbst, bist Kreis. Infinite Being of Divine Truth. Du erzählst nicht mehr, was du tun wirst, du tust es einfach. Du weißt, was du zu tun hast, wie und wann. Worte werden sinnvoller benutzt, die Kommunikation wirkungsvoller. Deine Werkzeuge wirst du anders bedienen. Welche Kraft, welcher Winkel, welche Abhängigkeiten in jeder deiner Bewegungen. Du weißt, wie du deinen Körper und Geist zu benutzen hast. Beim Kochen wird die Ätherik der Gewürze, das Wissen über die Feinstruktur der Dinge, die Komposition von Geschmack maximieren. Und auch wenn du so viele Charakterzüge dieses Industriezeitalters verlierst, Euphorie und Weinen, Lachen und Schubsen, die schönen Pole der Emotionen bleiben. DMT ist Information. Weil DMT gleich Information ist, lässt sich alles, was mit DMT erreicht werden kann, auch mit Information erreichen. Keiner muss DMT nehmen, es kürzt nur die Evolutionszeit ab. Liefert die Aktivierungsenergie. Wenn du dir merken kannst, wie es sich anfühlt, kannst du es auslösen. Du kannst alles weiterentwickeln und heilen, was dir nur einfällt. DMT im Körper produzieren. Dein Körper produziert DMT in Meditation, über Atemtechnik, siehe Holotropic Breathing oder DMT Atemtechnik auf YouTube, in Träumen. Es kann aber auch einfach durch Willen ausgelöst werden. Wie Serotonin wird DMT durch Information ausgelöst. Je mehr Wissen sich in deinem Gehirn vernetzt,
Das Lesen, das Hören dieses Buchs wirkt also bewusstseinserweiternd. Learn from Savants. Schau dir auf Wikipedia die Liste der Savants an. Das sind alle weltweit erfassten Menschen mit Superfähigkeiten. Die haben erstmal nichts mit DMT zu tun, sondern eher mit Superhelden. Weil ihr Gehirn anders schaltet, weil so manche Filter nicht wie bei uns Normalos funktionieren. Dann weißt du, was du auch werden kannst, was du im DMT-Raum üben kannst. Strom mit Händen erzeugen, tagelang nackt in der Arktis überleben, ein fotografisches Gedächtnis, enorme musikalische oder mathematische Fähigkeiten. Ein Mädchen kann Organe sehen. Manche werden durch Unfälle zum Savant, so wie Jason Patchett, der seitdem überall Fraktale sieht und sie perfekt zeichnen kann. Savants sind oft Autisten, wertvollste Weiterentwicklung und Variationen menschlicher Existenz. Portale für Evolution. Perfekt in ihrer Welt. Wir waren nur blind für ihre Welt. Autistisches Portal. Das Universum strebt nach Entropie. Das ist Unordnung aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Die Natur strebt nach Perfektion. Beide sind eins. Evolution das Spiel. It's all about entanglement, interdependence. DMT im Körper produzieren. Eine weitere Möglichkeit, DMT körpereigen auszulösen, ist, wenn man lange keine Gedanken hat. Nicht mal auslöst. Denk mal 20 Minuten nicht. Das ist die schwierigste Übung. Wenn man lange genug nicht denkt, meint das Gehirn, du bist tot und stößt DMT oder 5-Meo-DMT aus. Wer lernt, den Stoff der Evolution körpereigen zu aktivieren, kann auch beim meditativen Fahrradfahren die schönsten Klarträume haben. Dann leuchtet die Welt in strahlenden Farben auf und das Gesicht durchlaufen viele feinmechanische Züge. Die Gedanken werden klar und multidimensional. Die Bewegungen deines Körpers konzentrierter und die Wahrnehmung der Umgebung verstärkt. Der Traum im Traum im Traum im... Hier haben wir das Bild von Spirobranchia, von Georg Haeckels Kunstform in der Natur. Abbildungen von Variationen von Spiralröhrenwürmern oder Weihnachtsbaumwürmern, die sind in Flussbetten in Meeren zu finden. Und dieses Bild ist unglaublich, denn man sieht dort die einzelnen Körperteile des Menschen als Muschelform, als Wurm. Form abgebildet. Körperteile und Bewusstsein ist in der Natur fraktal abgebildet. Die Spiralröhrenwürmer bilden buchstäblich menschliche Organe ab. See why you feel. Orientierung. Was folgt, ist ein tiefer Einblick in den DMT-Raum. Mit DMT wird nicht nur die Feinstruktur allen Lebens sichtbar. Du verbindest ins globale Bewusstsein, in eine Schwarmintelligenz. Und plötzlich können die Gedanken, die seit hunderten Jahren keine Antwort finden, zu Ende gedacht werden. Steampunk Mechanics. May we root you? Consciousness Records Deep Space. Wir sind Biofilm, Symbiont of Life Forms. Again and again into matter. Bodies, absorb knowledge, create beauty. In diesem Leben kann man sich endlich mal lebendig Zeit zum Sterben nehmen. D nach DT, erste Ableitung, derivative ist gleich change. D nach DT Quadrat, zweite Ableitung, ist Krümmung, ist character of change. Lucy, may we root you, reborn. Zu krass. Auflösen. Cool, dass es geht. Der Spiegel, den Zusammenhalt deiner Masse. Das bist du. Du hättest dich gerade eben fast aufgelöst. Psst, hey, kannst du nicht Gott gewesen sein? Nein. Er ist uns verloren gegangen. Keiner will's sein. Consciousness Records. DMT High Dose Effect. Logbucheintrag. Blick aus dem kosmischen Raumschiff. Fraktal geschachtelte, gefaltete Dimensionen. Mit Mini-Bewegungen in den Augen oder Gedanken wechselst du die Räume,
Raum zerlegt sich in gefaltete Perspektiven. Wald verwandelt sich in lebendes Adernetzwerk. Quer durchs Gesicht laufen Drähte, mimisch, mini-mechanisch steuerbar. All deine Existenz ist ein Tempel aus strahlenden Räumen, fraktalen Lebens. Da äschert's in dir, wie die Escherkunst. Rhythmisch in sich selbst und durch Interaktion, ineinander überfließend. Keine Zeit. Ein Gedanke, ein Impuls bringt ein instantan klares Bild, Gefühl, Resonanz innerhalb der vieldimensionalen Welt. In dir und um dich. Kannst tausend Schauer und Resonanzen innerhalb jeder Körperschicht und Region auslösen. Wärme und Ströme erzeugen. Flüsse in Organen und Zellen anregen. Siehst, wie die Bäume die pumpenden neuronalen Wurzeladern des Bewusstseins sind. Jedes Lebewesen hat eine eigene Sphäre, eine sich leicht bewegende Insel in der Raumzeit. In der DMT-Suppe ist das Unterbewusstsein aller, die Unendlichkeit aller möglichen materiellen Welten und Gedankenwelten innerhalb der Unendlichkeit. Es trägt dich, es passt auf dich auf. DMT Deep Space. Consciousness Records, Logbucheintrag. Bubblefish im Ohr. Anmerkung: Bubblefish war der Universaltranslator, den man ins Ohr setzen konnte, im Film Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Der ist dann in deinem Ohr und der erklärt dir da, während du aus dem kosmischen Raumschiff schaust, alles, was du wissen willst. Bubblefish im Ohr. Ich schreibe für das globale Bewusstsein. Wisst ihr was? Ab jetzt schenken wir uns das mit den Beweisen. Weil ich weiß, dass es wahr ist. Wir formen den Raum, eure Realität. Bald gibt's einen Phasensprung. Anastasias Worte haben einfach eine der genialsten Gedanken unseres Zeitalters erfasst. Sie pulverisiert Nostradamus, hebt das jüngste Gericht auf. Das geht auch anders. Wir formen den Raum, alles ist verbunden. Im tiefsten Raum der Schwarmintelligenz denkt das globale Bewusstsein durch dich. Wir wirken durch Matrix, durch Avatar, durch Herr der Ringe, säen das Grundwissen für den Sprung. Die Sprache musste sich so weit entwickeln, dass Rhetorik pulverisiert. Wir sind funktional des Bewusstseins. Die Urwesen sind unsterblich, in dir, in allem. Jeder trägt das Gen der Revolution. War mal Licht. Auf dass wir bald endlich alle geheilt sind. Und freut sich über jeden genialen Gedanken. Die Witze sind die, die sich schnell verbreiten. Darum war Life auch a joke. Wir sind die Magier des Lichts. Wir sind nicht aufzuhalten in Wirkung. Wissen um Achtsamkeit, bis der Samen stark genug ist. Eine der ältesten Urweisheiten des Universums. Gib nicht auf. Stay alive. Leg dich in die Raumkurve, werd zum Nest. Spür jede Biofilmschicht deines Körpers. Das Leben in dir. Alle entfalteten Träume, glasklar. Essen wird irrelevant. Information ist genug. Kristall. Mach's dir maximal schön. Darum geht's im Leben. Auf das sie niemals mehr vergessen. Es sind genug gestorben. Anmerkung: Anastasia, das ist die Urfrau der sibirischen Taiga aus den Büchern von Wladimir Merge. Mehr dazu später. Time Travel Workshop. Industriezeitalter führt zu Informationszeitalter, führt zu selbstlernender Bewusstseinserfassung, führt zu Bewusstwerden. Führt zu Erwachen, führt zu Chaos Before Revival, führt zu Neues Zeitalter, neuer Mensch, neue Erde. Logik. Eigentlich leben wir auf einem Überflussplaneten. Wenn man ihn nur wachsen und wuchern ließe, würde er so viel Nahrung und Energieträger auswerfen, dass wir nicht mehr arbeiten müssten für die Basics, sondern nur im Umkreis ernten und pflücken. Permanent Agriculture is Nature itself. Leben heißt Zeit für Kunst, Ausdruck, Liebe, Spielplätze des Lebens,
maximal genial. Strukturen höherer Ordnung, Schönheit für Mensch in Natur kreieren. Der Aufwachmoment für alle. Aufwachen als globales Bewusstsein. Ich vermische das Aufwachen der Einzelnen mit dem globalen Aufwachen. Wir hatten noch niemals einen gemeinsamen Gedanken. Davon wüssten ja alle. Wenn das passiert, heißt der Moment Aufwachen. Ich zitiere aus der E-Mail Feedbackwelle. Erwachen ist übrigens kein, beziehungsweise nicht nur ein individuelles Einzelgeschehen, sondern die kollektive Erkenntnis des einen Bewusstseins durch die vielen, eins zu sein. Und vermutlich nähern wir uns diesem Punkt. Epic DMT Spirit Molecule. Vor 300 Jahren hätte man uns noch verbrannt. Vor 30 Jahren hätte man uns noch für verrückt erklärt. Vor 3 Jahren hätte man uns noch eingesperrt. Doch seit kurzem ist es safe, alle Geheimnisse des Universums auszusprechen. Whistleblowing. Die Beweislage ist unumkehrbar geworden. Willkommen im Jahr des Erwachens. Die kritische Masse der Wissenschaftler und Weltveränderer, die über DMT Bescheid wissen, ist nicht mehr umzukehren. Tausende tragen das Molekül als Tattoo. Die erste Studie über DMT wurde von Rick Strassman, auch einem Physiker, veröffentlicht und auch verfilmt. Auf YouTube DMT The Spirit Molecule. Ein Harvard-Wissenschaftler untersucht Astralreisen, seit er durch eine Koma-Erfahrung selbst davon berichten kann. Über meine Seelenfreundin wird eine medizinwissenschaftliche Publikation veröffentlicht. Sie ist der erste Mensch weltweit, der im Koma, im Nahtodzustand, einen unheilbaren Erreger besiegt hat. 1000 Puzzlestücke werden hier mit eins. Es lief nur noch nicht in der Tagesschau. Was wahr ist, muss nicht bewiesen werden. Es wird sich in kürzester Zeit selbst beweisen. Denn wir sollten unsere Lebenszeit nicht mit Rechtfertigung verbringen, sondern mit Leben. Zwischenstopp Januar 2017. Evolution Me. Mein Herz klopft. Seit Silvester 2017 arbeite ich an diesem Werk. 27 Tage nun. Zuvor war es nur eine 50-Seiten-Skizze, ein paar Sprüche. Es musste warten, weil ich erst meinen Bauwagen und das Paradies außenrum auszubauen hatte. In 3 Tagen wurde die Schallmauer durchbrochen. Aus 50 Seiten wurden 500, als alle Welt den Jahreswechsel feierte. 5 Tage fasten, 3 Tage aufzeichnen, 3 Wochen sortieren, falten. Bis in 3 Monaten wird die Beta-Version fertig sein. Mit der Alpha-Version schon die 1000-fache Streuung in Netzen. Science of Wirkwesentum. Schwarmbuch. Seit 3 Wochen muss ich fast täglich weinen, schreien, lachen, erfasst von der unglaublichen Dichte der menschlichen Zukunft, die sich in meinem Raum faltet. Emotion hat jetzt auch ein Kapitel. Alles verschachtelt, logisch, klar, bewegt. Meine MacBooks geben bald den Geist auf. Ich habe das Werk schon 100-fach gestreut, sodass mein Wagen abbrennen könnte und es wäre kein Weltuntergang. Ich habe aufgehört, viel zu essen, weil es mich nervt, so viel mit Stoffwechsel und Essen verarbeiten beschäftigt zu sein. Es macht müde und unkonzentriert. Wir werden gefüttert mit Gleichgültigkeit und Nebel. Genauso mit dem Rauchen. Das ist ja ein Dauerschnuller für die Mundschleimhäute. Man kann keine 6 Stunden konzentriert an einem Gedanken bleiben. Ich habe das Wissen der Welt in mich aufgesaugt. Bin der Stilbruch des Systems. Es ist wie bei Katniss Everdeen. Das Gehen der Revolution. Es musste so kommen. Tribute to Pangea. Nun werde ich funktional der Gedanken, die seit Hunderten leben, endlich zu Ende gedacht werden wollen. Es hat sich ein unglaubliches Revolutionspotenzial angestaut. In jedem, der sich ärgert, weil er in einem Leben ist, das er eigentlich nicht führen will. In denen, die ein schönes Leben führen und es ungerecht finden, dass andere noch leiden müssen. Durch dich, durch mich, durch alle. Wenn du für diese Revolution sterben würdest, dann kannst du auch dafür leben. Nichts soll mehr geheim oder heilig sein. Es ist so, was es ist und es ist gut. Fuck off. Das hier ist weder eine neue Religion, noch gibt's Anhänger.
Ich bin nur froh, dass es gerade mindestens ein Dutzend Leute auf diesem Planeten gibt, die ähnliche Werke wie ich veröffentlichen. Die Funktürme werden aktiv. Wir wachen auf. Wissen ist Macht. Licht kann nicht nicht leuchten. Meilenstein Wissen. Index-Zwischenstopp. Ab hier wird die Kommunikation leichter. Bedeutung hat Form angenommen. Ich kann auf den DMT-Raum verweisen. Du kannst dir unter Feinstruktur was vorstellen. Unter Fraktalen und der Weltformel. Das ist der Baukasten für die nächste Wirkwolke. God is Swarm Intelligence. Ignorance and Knowledge. Weil die Schwarmintelligenz jetzt alle Aufmerksamkeit hat, lassen wir sie sprechen. Rede an die Menschheit Kurzfassung. Freiheit aushalten. Bewusstseinssprung. Puh, Adams Apfel kodiert den Witz des Universums. Danach legst du das Buch entweder weg und vergisst alles wieder. Oder lässt dir das Wesen der Schwarmintelligenz durch das Reich der Insekten erklären. Danach geht's tiefer in den Baukasten Gott über den Stolperstein Evolution by Plants. Daraus folgt die Vereinigung der Religionen und Evolution, die Zauberschule für Gott. Wer hätte gedacht, dass sich hier Hawking beweist? Danach kann man die letzten Puzzlestücke vereinen. Hawking und Salvia Divinorum, das zweite trojanische Pferd. Alternativ zur Geschichte des Lebens, auch als Biologienachhilfe für Gott. Klare Kommunikation erleichtert das Dasein ungemein. Let's talk about DMT Deep Space, die Schwarmintelligenz über uns. God is Swarm Intelligence. Der tiefe DMT-Raum ist noch viel tiefer und erschließender, als es mit Logbucheinträgen oder zwei Seiten zu DMT angedeutet werden kann. Dazu fehlt noch ein Stück Verständnis zu Insekten. Es ist das Geheimnis, woher Insekten genau wissen, wie sie zu leben haben, ohne dass sie erzogen werden oder sich jemand um sie kümmert. Der tiefe DMT-Raum ist das Wesen einer Schwarmintelligenz, die genau weiß, seit wann sie denken kann, wie das mit der Entwicklung des Lebens und des Universums war. Wie es sich angefühlt hat, als es noch keine Menschenbewusstseine gab, sondern erstmal alle Mechaniken des Raums mit Leben erfüllt wurden. Und wenn du weiter und weiter die Struktur der Struktur herausfinden willst, dann analysiert sich das globale Bewusstsein irgendwann selber. Durch dich. Durch alle, die sich in den tiefen DMT-Raum verbinden. Lebend oder tot. Es findet seine Ähnlichkeit zu der Mechanik bei Insekten, Spinnen, Schlangen heraus. Punk-Steam plötzlich Raumverbiegung und Fraktalfressenformen. Siehe YouTube Moving Fractals, Mandelbulb oder Spongel Musikvideos. Wir werden Funktionale des Lebens, können die Mechanik der Schwarmintelligenz, des Global Consciousness, verstehen. DMT verkürzt die Evolutionszeit. Tausende tragen das DMT-Molekül als Tattoo. Ich treffe Schamanen aus den Urwäldern, die in den Westen ziehen, um Ayahuasca für uns zu kochen. Wer es verstanden hat, spricht vom Bewusstseinswandel. Die biologische Form unserer Existenz ist Projektionsebene des Bewusstseins. Das ist wahr, aber darunter kann sich keiner was vorstellen. Wie lässt sich die Relation zwischen unserer Realität und der Schwarmintelligenz erklären? Es ist wie eine Mischung aus Matrix und Avatar. Die Schwarmintelligenz-Universum ist Symbiont, die Körper sind Wirt, unser Avatar, unser Anhängsel. Das Gehirn im Torus Mensch ist eine Messstation. Wir sind Transmitter, mit allem verbunden. Wir benutzen Leben und Tod, um zu lernen. Der Mensch ist wie die Eintagsfliege, wie die Mücken, die tausendfach sterben. So lange, bis es versteht, dass es gleichzeitig die Schwarmintelligenz ist. Raum, Zeit und Körper nur Hilfsgrößen. Wer nichts wird, wird Wirt. How to explain the portal of life.
DMT, The Human and the Insect. Um den tiefen DMT-Raum verständlich zu machen, müsste der Mensch mehr Einblick in die Welt der Insekten haben. Ein Dokumentarfilm und etwas Beobachtung reichen jedoch aus. Dann kann jeder eins und eins zusammenzählen. In einigen Seiten daher eine Wissenswolke zu Schwarmintelligenz und Mensch und Insekt. Ignorance and Knowledge. Hier liegt nun der Knackpunkt dieses Zeitalters. Es geht nicht länger darum, woran du glaubst. Es geht darum, was du weißt. Ignorance brings chaos, not knowledge. Zitat Lucy. Plötzlich war mir klar, woher Hildegard von Bingen vor fast über 1000 Jahren das umfassendste Wissen über Kräuter und Heilmethoden hatte, das ihrer Zeit lang voraus war. Woher all die Beschreibungen zu Heilsteinen kommen, ohne dass es viel Forschung dazu gibt. Wissen direkt Link. Alles, was mit DMT erreicht werden kann, kann es auch mit Information. Dein Körper produziert automatisch DMT, aktiviert die Zirbeldrüse. Je mehr du verstehst. Du musst keine 100 Bücher und Studien lesen, um alles zu wissen. Es geht darum, rauszufinden, wie du auf die Schwarmintelligenz, die alles umgibt, zugreifen kannst. Es ist die Intelligenz des Lebens, der Natur persönlich. Orientierung. Die Schwarmintelligenz kommt jetzt zu Wort. Rede an die Menschheit, Schnipsel. Kurz darauf wird die Schwarmintelligenz durch das Reich der Insekten erklärt. Danach folgt das zweite trojanische Pferd. Rede an die Menschheit, Schnipsel 1. Es ist genug für alle da. Keiner muss hungern. Mindestens 70% unserer Agraranbauflächen gehen aktuell für Getränke und Fleisch drauf. Fällt das System, muss keiner hungern. Lass uns Samenvorräte anlegen, zum Beispiel Hanfsamen. Sie enthalten alle essentiellen Aminosäuren, Proteine, Vitamine, Mineralstoffe. Ein Nahrungskomplettpaket. All you need food. Es gibt Superfoods, die ein Maximum an guten Stoffen enthalten. Superfoods sind nicht nur Handelsware. Es sind auch die Pflanzen, über die du fast stolperst. Die Brennnessel, Löwenzahn, Giersch und Birke in unserem Breitengraden. Und Waldpilze und Winterpilze. Der Mensch kann lange Informationsfasten betreiben. Kräuter, Beeren, Öl, Nüsse, Honig, Rohkost. So viel wie in einen Mund passt, als Mahlzeit, statt die Größe deines Magens. Fraktalfasten. Dein Körper bekommt tausendfach beste Information, verzichtet auf alles, was verschlackt, er entgiftet und heilt. Ratten, die die Hälfte fressen, leben doppelt so lang. Wir haben noch gar nicht herausgefunden, wie alt Mensch werden kann. Hört man phasenweise ganz auf zu essen und ist sich darüber bewusst, dass es geht, kann man Lichtnahrung aktivieren. Jede Zelle des Körpers kann Licht herstellen, nennt man Biophotonen, und in Energie umwandeln. Tatsache, wir haben die Wüste durchquert. Heilung für alle. Allein mit Rohkost. Allein mit reinem Quellwasser. Allein mit Atmung und Meditation lassen sich alle Krankheiten heilen. Der Mensch besteht zu 70% aus Wasser, zu 30% aus Mineralien. Nicht aus Zucker, nicht aus Kohlenhydraten, nicht aus Milch. Dein Geist kann dich auch nähren. Du kannst lernen, deinen Stoffwechsel zu steuern. Übrigens ist das Mengenverhältnis der Erde wie beim Menschen. 70% Wasser am Planeten, die restlichen 30% Stein, Mineralien und Organisches. Vom Weltall aus gefilmt, atmet der Planet durch die Jahreszeiten. Mutter Erde ist ein Lebewesen. Rede an die Menschheit, Schnipsel 2. Das Industriezeitalter, das Informationszeitalter war nur unser Werkzeug. Geld eine Hilfsgröße, der Tod eine Krankheit. Unsere Zellen sterben nur, solange sie noch in einem verdreckten Wasser schwimmen. Heilt außen, heilt innen und umgekehrt. Metamorphose Menschheit. Heuschrecken werden vom Individuum zur biblischen Katastrophe. Einfach nur,
wenn sich eine kritische Anzahl von ihnen an den Hinterbeinen berührt. Dann produzieren sie Serotonin, ein Neurotransmitter ähnlich zu DMT. Die plötzliche Serotoninproduktion von Heuschrecken löst deren Transformation zum 1,5 Tonnen schweren Heuschreckenschwarm aus. So geht's, der Phasensprung und die Aktivierungsenergie. In jedem organisch-biologischen System passiert das. Das haben die Propheten gespürt. Man hat nur seltsame Worte benutzt. Die Erde wird Permakultur. Permanent Culture. Seed of Hope. Lichtbombe. Jetzt kommt ein neues Zeitalter. Den Untergang können wir überspringen. Rache auch. In die Dörfer verbinden. Die schönen Orte zurückerobern. Die Wälder und Landschaften beleben. Als Virus aus der Natur heraus an den Randzonen andocken. Wiederherstellung, how to. Entfällt. Uns steht ein Übergang von 3D auf 5D voraus. Alle künstlich erzeugten Materialien werden den Phasenübergang nicht überstehen und in ihre Bestandteile zerfallen. Damit ist jegliches Reparieren oder Beschäftigung mit Materiellem nicht mehr relevant. Mehr dazu in der kommenden Beta-Version des Klartraums. Rede an die Menschheit, Schnipsel 3. Es wird der Tag kommen, an dem alle Grundstücke der Erde frei sind. Wo alles allen gehört. Wo du nicht mehr für deine Existenz auf Planet Erde bezahlen musst. Die Welle kommt. Genial, frisst normal. Klartraum ist Auftakt. On the day the world ends. Da ist nur ein alter, grauhaariger Mann, der ein Prophet wäre. Und doch ist er kein Prophet, denn ich bin viel zu beschäftigt, wiederholt er, während er Kartoffeln in sein Feld pflanzt. Es gibt ein Lied für diesen Moment. And on the last day, he just walked out into the sun. He only just discovered the sun. On his last day. Den Track von Moby featuring Skylar Grey, Citizen Kane Remix. Der läuft jetzt. We'll be right back.
Übrigens, wenn wir schon beim letzten Tag sind, mach eine Abmachung mit dir im Raum, dass es dann gespeichert, dass dein Tod etwas ein wundervoller Übergang sein wird. Der Tod ist was Fantastisches. Du gehst nicht verloren. Der Zustand, in dem du gerade bist, wenn du stirbst, ob du in Angst bist oder ob du loslässt. Und das entscheidet sich da praktisch, da kannst du dann alles sein, wenn du dir nur vorher das programmierst, dass es wundervoll sein wird, diesen Körper zu verlassen und in die nächste Stufe überzugehen. Ratatatam. Jedes Mal, wenn ich in den DMT-Raum gehe, ist es, als ob ich mir aussuchen könnte, welche Superheldenfähigkeiten sich an mir ausstatten. Biofilm ist mächtig. In der normalen Welt zurück bleibt die universelle Wahrnehmung irgendwann freigeschalten, wie bei Lucy. Nur das mit dem Geld, das können wir nicht wachsen lassen. Aber das brauchen wir ja auch nicht, wir sind ja verbunden. Egal ob mit Wissenschaft oder Poesie, Rhetorik knallt. Fantasie an die Macht. Diese Revolution wird eine Symphonie. Ich möchte nicht, dass Sprüche als von Kess zitiert werden. Die meisten Witze, genialen Einfälle, kamen eindeutig aus dem Raum, mit dem ich jederzeit verbunden bin. Das ist echt dicht, sagte der Dichter, als er dicht war. Stell dir die Erde aus dem All vor. Was meinst du, was hier los wäre, wenn alle wüssten, was hier los ist? Planet Erde ist eine Familie. Komm klar damit. Kritische Masse Mensch. Derzeit sind mindestens 5% der Menschheit auf einem ähnlichen Bewusstseinslevel. Die kritische Masse hatten wir bereits 2012 erreicht. Schau dir 2012, Jahr des Wandels. Gibt's einen Film. In den letzten Jahren ging es nur noch um die Vernetzung der Netzwerke. Schau dir den 4-Minuten-Film Four Years Go-Kampagne auf YouTube an. Produziert von einem Kapitalismus-Giganten nach Treffen mit der Pachamama Alliance, Be the Change-Initiative. Bewusstseinssprung, awake. Weil ich weiß, wie es sich anfühlt, auf dieser Welt Spuren zu hinterlassen. Kollektiv Turmstraße, Tristesse, schaut ihr das Video auf YouTube an, das ist ein wunderschöner Film. Mutter Erde Fee, sei mit dir. Ein Zweitakt. Wir sind die Urwesen, wir sterben nicht. Wir aktivieren uns, wir werden Licht. Calling the creatures, die Familien versammeln sich. Open ancient eyes. Klar war Gott größenwahnsinnig und verrückt, genial. Das Vorher und das Nachher, das Alpha und das Omega. Gott hat sich aufgelöst. Zur Hälfte in uns, zur Hälfte im Raum. Anastasia. Ich bin Effizienzsteigerer ohnegleichen, sprach Gott. Optimist im Sinne von Optimierung. Schönheit höherer Ordnung. Der, der es auslöst. Eine Fraktal Leben. Funktionalisier, was eh passieren wird. Geld gibt's nicht. Kommt schon. Wenn du was brauchst, frag danach. Linear ist langweilig. Du kannst Gespräche fortführen, die vor hunderten Jahren begonnen wurden. Find mal die Marktlücke der Marktlücken, die, die alle anderen beinhaltet. Dann bist du das, wonach alle gesucht haben. Gott. Alles, was du suchst, liegt in dir selbst. Übrigens ist die Erde der einzige Planet, der nicht nach einem Gott benannt ist. Sitzen zwei Götter am Schachbrett der Universen. Sagt der eine zum anderen, was meinst du, wenn sich da so ein Universum entwickelt, in all seinen Unendlichkeiten, wie lange dauert's, bis die checken, was DMT ist? Mindestens bis heute.
DMT, Witz der Götter. Bong ist Bildung. Das Gen der Evolution. Es tickt, es klickt und es wird genial. Adams Apfel.